auf zum Pfistnerhof. Zum Pfistnerhof, da ist nicht doof. Wir kriegen neue Hinweise nach einer langen Reise. So, Abmarsch zum Pfistnerhof. Guten Tag. Mach ich noch. Die junge Frau wirkt eher abgeneigt, sich mit dir zu unterhalten. Ja, sie ist aus Versehen hier. Eigentlich ist sie Model. Guten Tag, Frau Gibt's Pfister. Sonst noch was? Oh, tschüss. Mal hier. Okay, ich kann sie nicht hauen. Sie ist ein unhaubares Objekt. Gut. So, mein Freund. Grüß Gott, Herr Pfistner. Sie haben am Tatabend das Wirtshaus gegen 9 Uhr abends verlassen. Sind Sie dann direkt nach Hause? Ich verstehe nicht, was du willst von mir. Fragst du mir etwa, ob ich den letzten Schlagen hab? Wer schickt die? Der Läubel, der Bettbrutzer. Der Bettbrutzer? Bist du der Einzige hier im Ort, der sich für Schlagner hält und gleichzeitig Blätner ist, mir so einen Schmarrn vorzuwerfen? Und der hat einen Hammer. Der soll besser seine Bier auf Zeiten legen und aufs Feld kommen. Dann kriegt er seinen Schädel mal frei von seinen intellektuellen Spinnereien, oder wie man das heißt. Ich glaube, intellektuell ist nicht. Er braucht die harte Linie. Bleiben Sie bei der Sache, ich brauche eine Antwort, nicht Ihre Meinung. Weißt du, was mir richtig auf Nerven geht? Männer mit feiner Kleidung, die sich im Dorf in das Leben der Bürger einmischen wollen. Genau. Ich komme so schon ganz gut durch den Tag. Da brauche ich das Gefasel vom Umbruch nicht. Und der Herr sprach, wenn du den Esel nicht fütterst, dann lauft ein paar Schritte. Und dann stirbt er! Das steht zwar nicht im Buch, aber vielleicht sollte man das mal reinschreiben. Dann wird sich der hochtrabende Esel auch mal überlegen, auf wessen Schultern er seinen feinen Tisch deckt. Okay, Sie kommen jetzt besser zum Punkt. Ja, wir haben eine Weißwurst, gucken wir mal. Och nee! Shit. Wenn ich was beantworte, lasse ich mir von dir Zipfelklatscher da nicht vorschreiben. Jetzt sag erst mal, was du willst. Kann jemand bestätigen, dass Sie zu Hause waren, als der Lenz verstarb? Stopp! Wie du das sagst? Elendlich verreckt ist er! Mit dem Kopf im Dreck wie ein reiniger Hund! Wie meinen Sie das? Na, so wie ich sag! Also, ich bin vom Wirtshaus direkt nach Hause und hab mit der Ursel die Kisten für den Markt gepackt. Wie ihn Amt. Der Knecht muss zeitig aussehen da früher. Und da muss abends alles fertig sein. Welche Kisten? Die Kisten mit dem Zeug für den Markt. Lebensmittel halt. Die Kisten mit den dummen Fragen sind schon weg. Oder hast du die vielleicht gesehen, Herr Ermittler? Ich nehme dich gleich hier in Gewahrsam, Herr Pfistner. Ich verstehe. Wenn du Zeugen suchst für deinen blöden Bericht da, dann frag die Ursel. Die ist auf dem Feld. Oder den Friedel, unseren Knecht. Der ist auf dem Markt. Ach, und hier steht er da. Sagst mir dann schon, wie deine Ermittlungen ausgegangen sind. Ich hör's schon aus alle Richtungen. Bauer in Wolpertshofen hat seine Arbeit gemacht. Und du hast's dann rausgefunden. Respekt, Herr Stoderer. Da gibt's dann sicher eine Beförderung für dich, oder? Und jetzt schaust zu, dass du weiterkommst. Alter, der Typ, der war's nicht. Der ist zu offensichtlich, dass er's nicht war. Ich verrate den Jungen nicht. Ich nutze den Jungen aus, um seinen Papa auszuspionieren. Und erpresse ihn. Die Ursula, die Ursula. Okay. Gibt's sonst noch was? Ich hätte ein paar Fragen bezüglich Ihres Mannes. Sagen Sie mal. So. Was wollen Sie vom Alois? Der Mann hat gesagt, dass er gestern gemeinsam mit Ihnen Kisten für den Markt gepackt hat. Sie müssten mir das bitte bestätigen. Ja, freilich hat er das. Der Alois hat schließlich seine Aufgaben nachzukommen. Okay, danke für die Information. Herr Schmidt, könnten Sie mir jetzt auch einmal was verzeihen? Ja, gucken wir mal. Was schleichen Sie hier eigentlich auf meinem Hof umeinander?
auf ihren Hof? Okay, ich gehe an ihren Fragen nach. Suchen's was? Na klar. Ja, dann suchen's halt woanders. Gibt's sonst noch was? Tschüss. Die ist verdächtig. Die war's. Die hatte ein Verhältnis, nämlich mit dem Lenz. Gucke. Die leuchtet schon so grün. Gucke. So. Genau, das. Man hat mir gesagt, das ist so und so gewesen. Bestätigen Sie das. Grüß Gott, Herr Pfister. Ich konnte bereits einige Ihrer Angaben überprüfen. Sobald mein Bericht vollständig ist, werde ich Sie das wissen lassen. Mach das! Ich arbeite, solange du deine Berichte schreibst. Okay. Dann gehen wir mal zum Markt, wa? Der Knecht Friedel. Eine Angel müssen wir ja auch noch bauen. Oh Gott, haben wir überhaupt schon Schnur gefunden? Kirche ist gut. Ach ja, hier ist ja auch noch was. Grüß Gott, Renate. Ja, tschüss, Renate. Genau der. Grüß Gott, Friedel. Wie kann ich heute helfen? Ich muss sprechen. Schauen Sie, das passt jetzt gerade überhaupt nicht. Die Waren müssen vom Stand und ich muss nur eine Lieferung machen. Ich mach mal auf lustig hier. Oh, das war nicht gut. Was sagen Sie? Wollen Sie mich totschlagen? Okay, der ist sehr einfach. Friedel, das werden jetzt umgehend meine Frage beantwortet. Eieieiei. Hat sie in der Schleife? Das kann möglich sein. Oh shit. Muss gleich nochmal laden. Jetzt hören Sie. Ich sag Ihnen jetzt einmal, wie wir zwei das machen können, um beide gut aus der Sache rauszukommen. Ein Boxkampf, da bin ich aber gespannt. Ich kümmere mich da am Stand um die Waren und Sie bringen geschwind die Lieferung weg. Und danach habe ich dann einen Kopf frei und Zeit für Ihre Fragen. Das mit der Lieferung war jetzt nämlich wirklich wichtig. Sehr dringend sozusagen. Ja, dann zeigen Sie mal Ihre größt wichtige Lieferung. Die 10 Eier müssen zu einem Holzfäller hinten im Wald, beim Pfistnerhof. Da braucht es eine ordentliche Mahlzeit bei dieser schweren Arbeit. Ah ja, okay. Die sind so voll beladen da vorbeikommen, die haben gleich gar keine Hand mehr frei gehabt. Augenscheinlich haben sie sogar schon vom Holz was verloren. Am besten gehen es einfach dem Holz nach, das da überall rumliegt. Okay. Ja. Achso. Und passen Sie mir bloß auf, dass unterwegs kein Ohr kaputt geht. Wenn da auch bloß eine Schale einen Sprung hat, da kommt nämlich gleich die Alte mit dem Knüppel. Eine unangenehme Person. Aha, ich verstehe. Ja, wirklich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber jetzt schicke ich es besser. Die Lieferung ist eh schon so spät dran. Da sind die Eier. Viel Erfolg. Apropos, Knecht Friedel, ich muss was kaufen. Kugel zum Kegeln, okay. Achso, ist ja meins. Okay, hier kann ich nicht das. Oh Gott! Nee, oder? Thank you.
Wollte eigentlich die Schnellreise nehmen, aber gut. Meine Herren, mir wurde aufgetragen, Ihnen diese Eier zu liefern. Ah, endlich. Mein Morgen knurrt schon. Jetzt mit Untertiteln. Okay, hier bitte. Danke. Gespräch verlassen. Jetzt ist er geflüchtet. Wollen wir wetten? Friedel ist jetzt weg. Nehmen wir mal die Abkürzung. Abkürzung. Und jeden Tag 10 Eier. Aber wetten, dass er jetzt weg ist? Er ist noch da. Na dann. Der ist im Gebüsch. Ja, grüß Gott, Friedel. Wie kann ich heute helfen? Ja, die sind am Ziel, die Eier und so. Bei Gott, ja, das ist ja ganz gut. Für Sie sind das vielleicht bloß 10 Eier. Aber für mich bedeuten das auf dem Hof wahrhaft den Unterschied. Okay, er kam mit dem Lustig nicht klar und das haben wir verkackt. Wir machen einen auf gewissenhaft, weil es wahrscheinlich falsch. Ich habe gemerkt, dass ihm das sehr wichtig ist. Weil das ist doof, ja. Also gut, ich halte mich schon auch an meine Abmachungen. Keine Sorge. Jetzt kommen wir dann endlich zu ihren Fragen. Was wollen Sie wissen? Der Pfistnerbauer wurde am Abend von Lenz tot im Wirtshaus gesehen. Seine eigenen Aussagen zufolge hat er aber zur Tatzeit bereits das Wirtshaus verlassen. Können Sie das zufällig bestätigen? Ja, zufällig kann ich das, ja. Der Alois, der hat ja allweitzeitig daheim zum sein. Seine Frau, die Ursula, die darf ja niemals Frau, zulassen, dass die Marktware nicht zeitig so bereit ist. Einmal war der Alois beim Friedhof die Familiengrabstätte pflegen und ist heimgekommen, als die Ursula bereits die Kisten in der Diele hatte. Mm. Mei, da hat es ein Donnerwetter gegeben, das sag ich Ihnen. Ja, das sag ich. So wie die Laune vom Alois seit ein paar Jahren ist, darf's mich nicht verwundern, wenn er einfach so jemanden totschlägt. Aber am Ende gibt's ja allweil nur die Frau Ursula. Die hat die Geschicke am Hof schon fest im Griff. Und damit eben auch den Alois. Also bestätigen Sie die Aussagen von Alois? Ja, das kann ich guten Gewissens sagen, dass der Alois daheim war. Okay, gut. War's das jetzt? Ja, aber warum? Die Andeutung ist doch was offen. Ja, Valentin, Sie haben recht. Ich muss was loswerden. Okay, aber nicht in der Logemann. Nein, nicht jetzt. Ich schlage vor, dass Sie sich wieder melden, wenn Sie an Alois Anliegen geklärt haben. So machen wir es. So machen wir es. Guck mal, hier ist die Sau. Oh, da ist Leder drin. Da war dreimal Leder drin. Apropos Leder, wir brauchen doch immer noch... Wo kriegen wir das denn her überhaupt? Da haben wir schon aufgemacht. Wo ist denn der Schreiner? Schon wieder 4 Fertigkeitspunkte. Ey, ich komme nicht hinterher, wa?
Ja, und den Pfistenhof jetzt dazu gekriegt. Ah, okay. Okay, wir müssen zum Pfistenhof. Wo ist denn der Schreiner? Ich guck mal bloß kurz hier. Ich bin so weit, Mr. Bubbles. Wo ist denn der Pfister, Hannes? Hier ist er. Guten Tag und tschüss. Jetzt ist er gegangen. Ach, da ist er. Das ist der Dicke wieder. Oh, oh, oh. Grüß Gott, Herr Pfistner. Ich habe Ihre Aussagen überprüfen können. Sie wurden bestätigt. Natürlich wurden's das. So ein Schmarrn das alles hier. Und jetzt gehst du mal brav zurück dahin, wo du hergekommen bist. Und dann bestellst du einen schönen Gruß vom arbeitenden Volk. Ich habe da auch gearbeitet. Eine Frage habe ich noch. Hörst du gar nicht mehr auf zum Nerven? Der Tod hat einen Knopf in der Hand. Kommt er Ihnen bekannt vor? Oh, ja, den kenne ich. Das ist der Knopf von... Von Jim? Ja, geht's mir nicht länger auf den Sack! Sie wissen jetzt alles, was wissen wollen. Also lassen Sie mal jetzt mal Ruhe. Ich hab keine Ahnung, wo der verdammte Knopf herkommt. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Hä, wie kommen wir denn jetzt hier hin? Der hat eine sehr kurze Lunte, der Typ. Ach ja. Ich mag's ja, dass man wirklich sehr oft, also wir spielen ja einige Sachen, die sind Mainstream. Ja. Aber wir spielen auch ein paar Sachen, die einfach auf ihre Art und Weise irgendwie knuffig oder niedlich oder einfach mal abseits vom regulären Normalen sind, ja. Das ist schön. Ruhe da drüben. Ja, sie wartet immer noch auf ihren Rupp. Der Rupp war's. Der ist nämlich von heute auf morgen weg, der Rupp. Verstehst du? Ich glaube, das war der Rupp. Der war ganz ruppig zum Lenz und dann war der Lenz nicht mehr. So, zeig mal her. Einmal rein und schwupps wieder neu. Siehst du, einmal... Wow. Okay, wir müssen dem Herrn Lolbel jetzt sagen, also der Alois ist nicht. Ja, der hat sich versteckt, der Rupp. Der Rupp ist wahrscheinlich Pasqualini. Tanzi Pasqualini. Hallo. Ich kann Ihnen mitteilen, dass Alois Pfistner ein wasserdichtes Alibi hat. Was? Ich war mir so sicher. Dann bleibt er eigentlich bloß mehr einer übrig. Der Pfarrer Säuber. Ich fass es nicht. Aber der hat in letzter Zeit eh immer so komisch umeinander do. Wer weiß, mit welchen erzkonservativen Elementen der sich eingelassen hat. Ja, Erzkonserven. Guck mal, die schwalben da oben. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt Kräfte, die die absolute Monarchie gern wieder zurück hatten. Denen ist jedes Mittel recht. Wer weiß, wem da unser Pfaff ins Netz gegangen ist. Ich kann mir das ja auch nicht vorstellen, aber man darf ja nichts ausschließen. Ja, genau, man darf nichts ausschließen. Schon konnte es ja nicht, wenn sie einfach mal nachfragen, was er denn an dem Abend noch so gemacht hat. Ja.
So, kann ich jetzt auch mal da oben auf die... Sind das Rahm oder Krähen? Wenn es Krähen sind, würde ich mir Sorgen machen. Wir gehen aber erstmal der Knecht Ruprecht hier hinten, der hat ja ein Anliegen. Grüß Gott. Mir kann ich heute helfen? Ja, ich habe die Berichte abgegeben. Ne? Jetzt bist du dran. Ja. Ich bin mir jetzt doch nicht ganz sicher, ob ich ihnen wirklich alles sagen soll. Uis. Was haben sie denn Uis zu sagen? Ach du Gott, aber ich habe ein Tässchen Tee hier. Und einen Glücksbringer. Sehr gut. Okay. Schön wäre es, wenn ich es nicht brauche. Besser. Na toll. Dieser Ort trägt eine Last auf sich, deren Schwere zu tragen nicht allen Schultern bestimmt sind. Okay. Über dem Pfistnerhof, da liegt was. Ein Schatten. Alles wirkt dort wie verflucht. Jetzt werde ich hellhörig. Erzähl mal. Was möchten Sie wissen? Wer wohnt denn da? Der Hof ist aus dem Alois seiner Familie. Und der Alois, der betreut den Hof mit der Frau Ursula. Und sie hat die Hose. Die Frau Ursel, die kommt vom Schormeierhof. Nein, vom Schormeierhof. Nachdem es da wohl ein paar Mal Streit gegeben hat, ist sie mit Sack und Pack durch die Tür gekommen und ist nie wieder gegangen. Aha. Und dann gibt es noch den Burm, den Alois Junior. Der Alois Junior ist aber nicht der Sohn vom Alois und der Ursel. Also vom Alois ja, aber die Ursel ist nicht die Mutter. Vor der Ursel war der Alois mit einer anderen Frau verheiratet. Und die ist gestorben. Der alte Alois hat seine Trauer nie überwinden können. Und auch dem Jungen merkt man an, dass er irgendwie anders ist. Der ist anders. Wahrscheinlich haben sie den Jungen da im Ort eh schon gesehen. Der schleicht oft heimlich durch die Gegend. Gestern war er Schwammerl sammeln. Heute ist er am Fluss. Ein umtriebiger Lackel. Aber das Herz hat am rechten Fleck. Mei, der tut mir das so leid. Naja, und dann gibt's halt noch mich. Für'n Krieg's kaputt, für'n Staat zu dumm und für'n Hofstand scheint's aber zum Klangen. Ich bin seit 51 Jahren am Hof. Ach, wo? Ich kenn noch den Alten vom Alois, den Walter. Den Walter? Was möchten Sie wissen? Okay, also nochmal. Der Lenz ist der Schormeier. Wir müssen mal Revue passieren. Der Lenz, der jetzt nicht mehr da ist, der ist Schormeiers Sohn. Die Ursula kommt vom Schormeierhof. Ist es vielleicht die Mutter vom Lenz? Mit Sack und Pack abgehauen? Keine Ahnung. Vor allem, sie führt ja da den Hof scheinbar. Wir müssen auf den Friedhof. Da war ein Grab. Ich erinnere mich. Was meinten Sie mit verflucht? Ich rede jetzt nicht vom Teufel, wenn Sie verstehen. Verstehen? Das Haus fühlt sich einfach dunkel und kalt an. Bei der Frau. Allweil häufiger gibt's einen Besenstreit. Meist schreit dabei die Ursel an Alois an. Welchen Alois ich mein, das können Sie sich aussuchen. Aber auch Vater und Sohn geraten häufiger aneinander. Alles kriege ich in der Knechtkammer auch nicht mit. Aber ab und dürm her oder beobachte ich, was sie zu bestreiten haben. Die Ursel hat allweil Angst davor, den Hof zu verlieren. Und dann schreit's an Alois an, dass er nicht mag, nur ist, den Hof ordentlich zu führen. Ist das sein Hof? Sie führten wie eine Handpuppen. Und für den Jungen hat Ursel nicht ein einziges gutes Haar über. Als es mal wieder richtig schlimm war, da hat die Ursel dem Jungen Alois gesagt, dass sie glücklicher war,
wenn er mit seiner Mutter gegangen war. Okay, die Ursel ist komplett durch. Ich sag gerne was, das Warner von dem Burm, das werde ich nie vergessen. Als ob das für den kleinen Burm nicht schon gelangen tat, habe ich vor bestimmt einem Jahr am Rande gesehen, wie der Vater im Streit sein Burm packt hat, zu sich gezogen und sagt, du bist wie eine Krankheit für diese Familie. Solche Worte vom eigenen Vater zum Herrn und dem Hass von der Ursel begegnen zu müssen, ja, das kann doch keiner kleiner Seele frohes spenden. Alter. Zum Glück schaut der alte Schormeier von Zeit zu Zeit nach dem Burm. Die verstehen sich ganz gut. Was möchten sie wissen? Boah, was ist denn das für ein Zustand hier? Und warum spielt die sich so auf? Das ist doch sein Hof. Nee, er wird, also ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, den Vater. Er wird diese Worte sagen, weil das mit der Ursula da nicht klappt. Und sie so rummeckert. Er ihr frustet ist und diese Frustration auf ihn projiziert, weil er ihr mehr Glauben schenkt, dass es nur die Schuld von dem Sohn ist. Traurigkeit, Herr Stoderer. Naja, es liegt doch auf der Hand. Hof und Land müssen stets bestellt werden. Da verliert der Bauer die Frau und bleibt mit all den Aufgaben allein zurück. Ja, das hat ihn augenscheinlich überfordert. Und das Kind, das ist ja auch noch da. Der kleine Alois, der hat schon ein großes Sackerl mit sich zum Tragen. Mit den Beuteln, die eigene Mutter beim Sterben singt zum haben. Der große Verlust zu dieser frühen Lebenszeit war für die ganze Familie ein schwerer Schlag. Der hat Pilze gegessen, Schwammerl. Sie sich nie erholt hat. Ja, und Schwammerl. Dann kommt die Ursula in die Familie. Auch sie hat, wie der kleine Alois, vor Jahren ihre Mutter verloren. Als letzte Frau ihrer Familie war ihr Stand auf dem Hof bestimmt von Kampf getragen. Und jetzt verliert die Ursula unter diesen schweren Bedingungen auch ihren Bruder Lenz. Verstehen Sie jetzt, warum mich diese Lebenssituation bei Zeiten bedrückt? Was möchten Sie wissen? Sie ist die Schwester. Ich versprich mir Erleichterung. Wahrhaft erlösen wird mich eh bloß der Tod. Schau's, ich bin ein armer Knecht. Mein größter Besitz ist mein Wille und die Kraft meiner Arme. Die Armen werden aber auch allweil schwächer. Mir ist vollkommen bewusst, dass mein Weg auf einen Acker in Wolpertshofen enden wird. Den Unterschied wird's aber machen, ob ich in meine letzten Atemzüge dem Herrn für den schönsten Tag dank oder alles so bleibt, wie es gerade ist. Was möchten Sie wissen? Herr Friedel, ich danke Ihnen, dass Sie mir vertraut haben. Bitte schön, versprechen Sie mir was. Reden Sie mit den Leuten. Hören Sie ihnen zu und überzeugen Sie es, dass das so nicht weitergehen kann. Das ist, glaube ich, der Weiseste ich glaub, hier im Ort, gerne, oder? Hören Sie zu. Und reden Sie vor allem erst einmal mit dem Jungen. Ich habe Angst, dass der irgendwann unter allem zerbricht. Der braucht einfach jemand, der ihm zuhört. Information nutzen, Gespräch verlassend. Ach, du ahnst es nicht. Ey, der Bengel, der tut mir leid. Der tut mir richtig leid. Ja, Dem müssen wir helfen. Was sagten Sie denn dazu, Renata? Grüß Gott und ja. Tschüss. Der Opa Leschner. Ja. Erna Fissner. 3.2.54 bis 2.1.1811. Ja, das machen wir jetzt, ja. Marie Glas. Das ist die... Wer ist denn das?
Nee, das kann nicht die Mutter sein. Welches Jahr haben wir jetzt? Also auf alle Fälle nach 58. Dann kann das nicht die Mutter hier sein, um die es ging, weil 1811. Da wäre der Junge jetzt schon fast 60, 50, 60. Und Glas ist doch einfach Lenz. Warte mal, muss ich mal kurz innehalten. Der Oberleitner. Da fehlen noch Informationen. Okay. Ja, da sind die Blumen dran. Johannes Wolpert. Walter Pfistner. Das ist der ist der Olde. Das ist der Vater von dem Pfistner. Ah, guck ich gleich. Sophie Güttinger. Georg Karls. Das ist bestimmt der vom Erdbeerhof. Katharina Pfistner, geliebte Ehefrau und Tochter. Die ist dann 5 Jahre schon tot. Das hat der Junge mitbekommen? Hier irgendwo war das, ne? Leider sehen wir nicht, was das ist. Es gibt keinen Hotspot dafür. Aber wenn sie trotzdem einen Grabstein auf dem Friedhof, also nicht auf dem Friedhof, aber in der Nähe der Kirche bekommen hat, nicht auf dem Friedhof, dann hat jemand da was gedreht, ne? Das sind meine Kugeln. Boah, guck mal. Ich könnte den einfach fragen und dann über Kegeln und dann hätte ich genügend zum Verkaufen. Wow. So. Ja, der war doch bestimmt vor 5 Jahren so groß. So, der Junge schaut zu dir auf. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Woher wissen Sie meinen Namen? Information nutzen. Der Knecht Friedel hat gesagt und erzählt, dass bei euch auf dem Hof etwas nicht stimmt. Er macht sich Sorgen um dich. Was hat der Friedel noch erzählt? Er hat erzählt, dass deine Mutter gestorben ist. Er beginnt sofort zu weinen. Die Mutter! Ihr habt gespeichert vorher, ne? Du kannst mit mir reden. Der Friedel macht sich große Sorgen um dich. Ach, shit. Na toll, danke, Spiel. Oh, danke, Spiel. Die Mutter ist gestorben. Da war ich nur ein kleiner Bub. Ich bin mit der Mutter und meinem Vater in der Kirche gesessen. Die Mutter hat die Schwammerl gemacht. Okay, da war ein roter Schwammerl bei. Dann hat der Vater gesagt,
Er macht nur Holz, damit der Ofen nicht ausgeht. Die Mutter und ich haben gespielt. Schwammerl mit Mundfanger. Der Vater hat das nicht gern gesehen, weil das so eine Arbeit ist, die Schwammerl zu finden. Die Mutter hat einen Schwammerl gefangen und auf einmal ganz große Augen gekriegt. Sie hat so gekurst. Ganz komisch hat sie das angehört. Kennen Sie das? Sie hat sie umgedreht zum Ofen hin und auf die Brust geklopft. Erst hab ich gedacht, sie hat so lachen müssen. Aber dann ist sie einfach umgefallen und lag mit offenen Augen auf dem Küchenboden. Da war ich wie ein Stor. Wissen Sie, was ich mein? Wenn die Zeit mit Ohrmäulen nicht weiterläuft. Dann ist der Vater wiedergekommen. Er hat mich weggeschickt und dann Friedel gerufen. Das weiß ich noch. Seitdem ist alles anders. Er ist schuld, dass die Mutter tot ist. So zumindest in der Denke. Weil er alleine mit der Mutter war und die Mutter ist dann gestorben. Ach du Scheiße, diese Bürde für das Kind. Was hat der Friedel noch erzählt? Ach Mann. Was ist denn mit seiner Hand eigentlich los? Guck mal hier. Ist das Dreck oder ist es Auerweh? Ja, wissen's. Seit die Mutter nimmer ist, sagt der Vater, dass... Was sagt er denn, Alois? Mist. Nein! Ich möchte nicht drüber reden. Was hat der Friedel noch erzählt? Die Ursel will mich nicht im Haus. Ich glaub, die will nur einen Vater sein Hof. Das glaub ich auch. Bei jeder Gelegenheit. Erst nur ganz normal mit der Faust, aber spart er dann immer härter. Unbedingt schlafen gehen. Vorher. Sorry, aber... Einmal hat sie mich mit einem Schüreisen gestochen. Ah. Als sie gerade den Ofen angeschürt hat. Das war wirklich heiß. Dem Vater hat sie erzählt, dass ich im Stall in die Focken gelaufen war. Dann hat der Vater mir auch eine gequatscht, weil ich da nichts verloren hab. Und auch an Friedel. Und sogar an Vater schnauzt sie dauernd an. Ich hab dem Vater einmal eine Figur geschnitzt, damit er sie vielleicht freut. Er hat nämlich selber gerne einmal geschnitzt, bevor... Die Figur hat mir die Ursel dann weggenommen. Und auch das Messer vom Vater. Was hat der Friedel noch erzählt? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, das ist eine erfundene Geschichte, aber das ist schlimm. Das ist schlimm. Das kannst du einem Kind nicht antun, sowas. Wer sowas einem Kind antut... Wenn sie mir helfen wollen, müssen sie mit dem Vater reden. Ich wollte nur, dass er mich wieder anschauen kann. Ich hab doch nichts gemacht. Aber ich glaub, das ist ihm gleich. Ich glaub, der ist froh, wenn ich nicht daheim bin. Aber wissen Sie was? Da fällt mir grad was ein. Ah, dem Vater hat die Ursel schon mal was weggenommen. Die Mutter hat dem Vater mal ein Buch gemacht.
Da hat sie ihm immer Brief reingeschrieben. Das hat der Vater immer unterm Bett gehabt. Und dann hat sie die Ursel das Buch genommen und eine Schaufel und ist im Garten verschwunden. Ich hab das genau gesehen. Aber die Mist Britschen hat mich nicht sehen können, weil ich im Baum gesessen bin. Da ist der andere Typ. Eigentlich wollte ich das Buch selber wieder auskommen. Aber ich war nicht schnell genug. Der Vater hat gemerkt, dass es weg ist. Sie können sich vielleicht denken, was da los war. Wenn sie dem Vater das Buch bringen, war er da sicher beruhigt und glücklich. Wenn er das überhaupt nur sein kann. Aber lass uns ihn nicht vom Hubi erwischen. Der ist ein Knecht bei uns. Ist mit der Ursel gekommen und ist auch so ein Krattler. Ich werde versuchen, den Vater umzustimmen. Wenn ich es vorher schaffe, schaue ich noch nach dem Buch. Alter, ich muss schlafen gehen. Oh, der Bengel tut mir leid. Ey, das sind ja Schicksale. Ich meine, okay, das klingt jetzt falsch, ich weiß. Leider war das damals so. Und es gibt so eine Situation heute genauso. Doppelleider. Mann, der tut mir so leid. Oh, es war noch morgen. Okay. Der Lenz, wie war der gestorben? Der hat entweder ausgerutscht, hat auf alle Fälle einen stumpfen Schlag auf den Schädel bekommen. Vielleicht mit einem Hammer? Nee, war ein Hammer.